Vom 16. bis 19. Juni sind Alexei Grenyuk und ich, Leonard Elschenbruch, zusammen 4 Tage im Gut Landruhe, um der Beziehung zwischen den Cellosonaten von Beethoven und Brahms nachzugehen, im Dialog mit CellistInnen und PianistInnen der jungen Generation. Was war der Einfluss von Beethoven auf Brahms und wie ist unser heutiger Beethoven beeinflusst von unserem heutigen Brahms? Wir spielen an 3 Abenden die gesamten Werke beider Komponisten und tagsüber erarbeiten und erforschen wir die mit diesen jungen MusikerInnen und es gibt Gespräche und Vorträge und das alles in dem wunderschönen Anwesen vom Gut Landruhe in Bremen. Wir freuen uns sehr darauf.